Hier trifft man auf Gleichgesinnte, hier trifft man auf der anderen Seite auf Expertinnen und Experten und vor allen Dingen auf ganz, ganz viel Motivation und Kraft weiterzumachen. Es ist auch immer gut, so aus der Reserve gelockt zu werden. Also ich finde es immer sehr positiv, weil man daran halt wirklich lernt, wenn Leute dann kritisch hinterfragen. Ein Wettbewerbsvorteil muss nicht immer global oder universell sein, sondern die Frage ist ja, mit welcher Zielgruppe und mit welchem Wettbewerb messe ich mich auch? Und das war, glaube ich, die wesentliche Erkenntnis, dass man sich eben auch aussuchen muss, in welchem Markt will ich agieren und wo ist da mein spezifischer Vorteil.